Die Zeit vergeht nicht schneller als vorher, aber wir gehen eiliger an ihr vorbei. George Orwell. Mein Name ist Achim vom Team Framere aus Jevenstedt. Wir haben hier vor wenigen Wochen das erste Mal vom Immenkorf berichtet. Den Immenkorf gibt es seit 1986. Für ein jährlich erscheinendes Büchlein ein sehr langer Zeitraum. Dafür möchte ich mich bei unseren Lesern recht herzlich bedanken. Der Film, den wir hier gedreht haben, der hat eine unglaubliche Resonanz gehabt. Über 1000 Leute haben ihn mittlerweile gesehen. Und der Immenkorf erfreut sich nach wie vor einer großen Beliebtheit. Das zeigt sich auch daran, dass wir zunehmend Leser aus dem Zellerraum bekommen haben. Und dafür habe ich einen Text aus der Zellergeschichte verfasst. Jeder von uns hat in seinem Leben schon Unglück gesehen, vielleicht sogar auch selber erlitten. Der Bruderbaum bei Walle hat eine fürchterliche Geschichte. Wie viel ein Mensch ertragen kann und was er dann immer noch in der Lage ist zu leisten, das kann mitunter sehr beeindrucken. Freuen Sie sich auf die 36. Ausgabe und kommen Sie mit auf eine unglaubliche Odyssee. Entdecken Sie eine Schlafmittelfabrik, den Bruderbaum und die goldene Sonne von Celle. Wie im ersten Video versprochen, erfahren Sie mehr über eine außergewöhnliche Geschichte. Hannes und sein Bruder Heinrich wollten an sich nichts anderes als in Frieden leben, eine Familie aufbauen, einen guten Job haben. Doch es kam anders. Die spannende Story des Zigarrendreiers von Hermannsburg. Unter dem Titel Die Zeit heilt viele Wunden. Und jetzt viel Spaß beim Lesen.